Auf seiner Weltreise machte unser Kameramann einen Abstecher zu den Färöer-Inseln im Nordatlantik, wo jetzt die Jagd auf den Grindwal begonnen hat. Wie vor 1000 Jahren die Wikinger erlegen die Färinger den Wal mit Handlanzen, nachdem sie die Herde im flachen Gewässer eines Fjords zusammengetrieben haben. Die erlegten Wale werden gekennzeichnet und gemessen und nach uraltem Gesetz an die Einwohner der Inseln gerecht verteilt. Dem Grindwal kommt auf den Färöer-Inseln eine fast kultische Bedeutung zu. Seit Jahrhunderten ernähren sich die Färinger von seinem Fleisch. Und jeder, ob er am Fang beteiligt war oder nicht, erhält seinen persönlichen Anteil an der gemeinsamen Beute. Derjenige jedoch, der die Herde zuerst gesichtet hat, erhält das größte Exemplar. Und wer als erster Grindabo gerufen hat, bekommt als besondere Delikatesse den Kopf zugeteilt.